Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Guter Gott, in der Gemeinschaft mit deinem Sohn können wir Licht sein, ja, sind wir Licht, sind wir Salz. Wir danken dir dafür, dass wir im Geiste deines Sohnes fortsetzen, weiterführen dürfen, sollen, ja müssen, was dein Sohn in dieser Welt begonnen hat. Lass uns sein Erlösungswerk erleben und allen Menschen erfahrbar machen. Durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Im Matthäusevangelium, 5. Kapitel, sagt es Jesus sehr kompakt, wer wir sind, was wir sind. Er sagt: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, es wird weggeworfen und von den Menschen zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich möchte zu diesen Worten Jesu hinzufügen und betonen, Jesus sagt nicht, ihr sollt das Salz der Erde sein, sondern ihr seid es. Durch diese Gemeinschaft mit Jesus sind wir Salz geworden. Er sagt nicht, ihr sollt das Licht der Welt sein, nein, ihr seid es. Das ist die Erleuchtung, die uns durch das Licht, das Jesus ist, das er für uns in die Welt, in unser Leben gebracht hat. Dieses Licht Jesu ist jetzt unser Licht, das wir sind. Ihr seid das Licht der Welt. Außerdem heißt es, dass dieses Licht gesehen wird. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also, wir kennen auch andere Worte Jesu, dass gute Werke auch im Verborgenen geschehen sollen. Hier betont er, die Menschen sollen eure guten Werke sehen. Das heißt, es soll sichtbar werden, dass ihr von einem guten Geist geführt seid, von einem guten Geist erfüllt und geleitet seid und dass dieser gute Geist durch eure Menschennatur praktisch das wirkt und das fortsetzt, was Jesus getan hat. Nämlich die Liebe zur Welt bringen. Die Liebe soll Mensch werden, die Liebe soll sich inkarnieren, soll konkret sich ausdrücken durch ganz konkrete Menschen, die einen Namen haben. Und die Erklärung ist schon auch gut, die Jesus hinzufügt, die Menschen sollen eure guten
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen, weil sie euch begegnet sind, weil sie euch kennengelernt haben, weil sie sehen, dass der Vater im Himmel Gutes in euch, mit euch und durch euch wirkt. Es ist das Werk Gottes und jeder Christ erkennt, dass das ganz Eigentliche von Gott geschenkt ist. Sein natürliches Leben durch die Eltern und dieses Leben im Geist, dieses Leben in der Gnade, dieses Leben mit Christus, dieses Leben als Christ. Es ist ihm geschenkt von Gott und dieser Mensch erlebt sich als neugeboren, als von Gott her geboren. Und ich möchte hinzufügen, wenn jemand noch nicht dieses Verständnis hat, dann hat er auch noch nicht begriffen, was Christsein meint. Es ist Christus im Christen. Es ist Christus, der den natürlichen Menschen zum Christen macht. Und der natürliche Mensch, wie er aus der Mutter geboren wird, wählt die Entscheidung für ein Leben mit Christus. Und dadurch kann Christus sich voll ausleben in diesem natürlichen Menschen und es ist dann das übernatürliche Leben. Also das Leben, das über der Natur steht, das praktisch von Gott herkommt. Es ist das übernatürliche Leben in ihm. Es ist das göttliche Leben, Gott selbst im Heiligen Geist, der im Menschen, im Christen wirksam ist. Und deshalb müsste in der Begegnung mit dem Christen eine Art Gottesbegegnung stattfinden und die Menschen müssen sagen, habt ihr einen großartigen Vater im Himmel, der so Großes in dir wirkt? Ich muss aber auch noch auf etwas hinweisen in dieser Passage. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, damit meint er die Jüngerinnen und Jünger. Und er fügt hinzu ein etwas schwer verständliches Wort, wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es wurde viel gerätselt über diese Formulierung, weil wir ja eigentlich das Salz als solches kennen, dem der Geschmack nicht genommen werden kann, das Salzigsein des Salzes. Und es ist der Schluss naheliegend, dass hier von Jesus ein Dialektwort verwendet wird, das sehr, sehr selten vorkommt. Und ich habe mich nicht sehr eingehend damit beschäftigt, aber die Botschaft ist die, im Dialekt der Muttersprache Jesu gesprochen, würde es heißen, wenn das Salz, in Klammer die Jünger, wenn das Salz aber blöd geworden ist, wie kann man es praktisch wieder gescheit machen? Ein bisschen vornehmer formuliert, wenn das Salz ungelehrig geworden ist, wenn das Salz praktisch keine Lernbereitschaft mehr hat, wenn das Salz sich von Jesus, dem Meister des Lebens, nichts mehr sagen, zeigen, schenken lässt, dann hat es keine Wirkung mehr. Also,
Jüngerinnen und Jünger Jesu dürfen sich nur so lange Jüngerinnen und Jünger nennen, solange sie Lernbereitschaft haben. Solange sie bereit sind, sich von Jesus etwas sagen, zeigen, geben, schenken zu lassen. Das macht die Essenz der Jüngerschaft aus. Und Jünger sein heißt Schüler sein. Also, wer ein Lernverweigerer ist oder ein Anstrengungsverweigerer, der darf sich nicht Jüngerin, Jünger Jesu nennen. Und wer eben sich von Jesus wer nichts mehr rüberkommen lässt von Jesus und wer beim bisherigen bleibt, der ist kein Salz. Der wird verachtet. Beim bisherigen Bleiben würde den geistigen Tod bewirken, weil die Beziehung eine stets zu aktualisierende ist. Die ist nicht mit dem Taufschein und mit der empfangenen Taufe irgendwie stabilisiert und gefestigt und fixiert. Nein, jede Beziehung will aktualisiert werden. Das heißt, in der Gegenwart gelebt werden. In der Gegenwart bejaht, bestätigt, vertieft werden. Das ist die belebende Beziehung, die gegenseitiges Leben austauschen lässt. Also, wir leben aus einer Beziehung zu Jesus, die stets aktualisiert, bejaht, erneuert werden will. Erneuern nicht im Sinne, weil das bisherige schlecht oder alt geworden ist, sondern erneuern im Sinne von, ja, jetzt will ich das voll verwirklichen, was der Herr mir zugedacht hat. Die heilige Edith Stein spricht etwas aus in ihren doch sehr umfangreichen Werken, was meines Erachtens für jede Biografie irgendwie zutrifft. Und zwar, je genauer wir in die Biografie schauen, umso deutlicher sehen wir, dass es zutrifft. So kommt Edith Stein zu der Einsicht und zu der Überzeugung, dass jede Menschenbiografie auch individuell, persönlich, irgendwie maßgeschneidert in der Gemeinschaft mit Gott zu gestalten ist und sich gestaltet. So sagt Edith Stein, wenn man aus der Bahn herausgerissen wird, wie sie durch Geburt und Erziehung gegeben scheint, oder wie man sie für sich selbst erhofft und erstrebt, und in eine ganz andere hineingeschleudert wird, so darf das geradezu als Hinweis auf eine besondere Berufung angesehen werden. Ein bisschen anders formuliert, wenn es nicht so läuft, wie die Eltern sich's gedacht haben mit dem Kind, wenn Krankheitszustände unser Programm völlig durcheinander bringen, wenn Berufsleben, Ausbildungswege, Schicksalsschläge, Umstände in der Gesellschaft, soziale Turbulenzen, wenn das alles den Menschen erlebbar macht, es läuft nicht so,
wie ich es gedacht habe, wie es meinem Lebensentwurf entsprochen hat, wie es die Eltern und die Lehrer und alle der Pfarrer dazu mir zugedacht haben. Wenn es nicht so läuft, dann, meint Edith Stein, darf das geradezu als Hinweis auf eine besondere Berufung angesehen werden. Und ich denke, im Laufe des Lebens wird jeder Mensch merken, dass er eine besondere Berufung hat. Und diese besondere Berufung gilt es zu leben, zu verwirklichen. Und wir sind jetzt auf einer sehr guten Spur, weil wir genau durch die sogenannte besondere Berufung dem entkommen, was Blaise Pascal einmal formuliert hat. Bedauerlicherweise stellt er nämlich fest, alle Menschen werden als Originale geboren, die meisten aber sterben als Kopien, angepasst, angeglichen an die anderen. Und die sogenannte besondere Berufung meint Originalität, Echtheit, Einzigartigkeit, wie Gott sie in uns sieht, nach außen hin zu verwirklichen. In einer Welt, die meine Einmaligkeit und Einzigartigkeit gar nicht so fördern möchte. Die möchte eher ein bisschen den allgemeinen Menschen. Nun, wie versteht Edith Stein diese besondere Berufung, zu der der Mensch tatsächlich auch geführt wird? Sie sagt, es ist eine Berufung nicht auf einen gebahnten oder vorgezeichneten Weg, sondern es ist eine Berufung für eine individuelle Aufgabe, die nicht von vornherein fest umrissen dasteht, sondern sich nur Schritt für Schritt enthüllt. Und ich möchte es natürlich wieder ein bisschen auf meine Art deuten. Es ist eine Berufung für eine individuelle Aufgabe. Und diese individuelle Aufgabe besteht zuerst einmal darin, dass die Gabe Gottes, nämlich mein Leben, für mich als eine individuell zu erfüllende Aufgabe verstanden wird. Mein Leben selbst ist nicht nur Gabe, sondern auch Aufgabe. Indem ich das Leben bejahe, annehme und das nicht nur an jedem Geburtstag, sondern täglich und stündlich. Ja sagen zu dem, der ich bin. Und das Leben, das in mir ist und durch mich auch ständig kommt, begrüßen, willkommen heißen. Das ist Lieben. Das ist Ja sagen zum eigenen Leben und in der Folge dann zum Leben anderer. Und das ist Annehmen der Gabe Gottes. Also das eigene Leben ist schon ein Lebenswerk. Und am Ende unseres irdischen Daseins wird nicht so sehr interessant sein, wie viele Häuser hast du gebaut oder wie viele Autos hast du gehabt und wie warst du beruflich erfolgreich und wie viel reden die Menschen über dich Gutes, sondern wer bist du selbst geworden? Hab ich's, wie es jemand formuliert hat, nicht nur zu etwas im Leben gebracht, sondern habe ich es zu mir selbst gebracht. Habe ich mich selbst gefunden und habe ich gemeinsam unter der Führung Gottes, im Licht Gottes, mein Leben verwirklicht? Oder habe ich irgendwann nach ein paar
erwachsenen Jahren gesagt, das ist es und so machen wir weiter? Oder sehe ich mein Leben, meinen Auftrag darin, bis zur Sterbestunde an der Entfaltung meiner seelischen Fähigkeiten mitzuwirken? Dieses Mitwirken braucht der Geist Gottes. Dieses Mitwirken braucht die Gnade, die mir von Minute zu Minute gegeben wird. Und der Ort, der, nenne ich es mal ungewöhnlich, der Gnadenbegegnung, der Ort, an dem ich Gnade erlebe, ist derselbe Ort, an dem ich Schwäche, Grenze, Ohnmacht und gegebenenfalls Schuld erlebe. Wo ich mit meiner Bemühung am Ende bin, wo menschliche Natur nicht weiter weiß, spätestens dort müsste ich das innere Tor für die aus dem Jenseits kommenden Gnaden offen halten. Also, ich kenne keine großen Persönlichkeiten in der Christenheit, die nicht ihre Schwächen gekannt hätten, die nicht auch täglich Kontakt mit ihrer Grenze, mit ihrer Ohnmacht hatten und mit ihrem Versagen. Das sind die Menschen, durch denen sich die Größe Gottes zeigt, wo die Mitmenschen dann sehen, nicht seine natürliche Begabung, nicht seine persönliche Stärke, nicht seine Willenskraft und seine Intelligenz sind es. Nein, da wirkt ein Größerer durch eine ziemlich gebrechliche, schwache Natur. Und da bringt ein Mensch in seiner Schwäche Lebenssinn zur Welt. Da bringt ein Mensch in seiner Schwäche Freude, Frieden, eine gute Atmosphäre zur Welt. Eine Atmosphäre, in der andere sich wohl und geborgen erleben. Und es soll nicht überraschen, dass eben unser Streben im Alltag ständig auch an unsere Grenzen uns bringt. Und somit ist es sehr, sehr realistisch einfach, dass Christenmenschen immer auch Menschen sind, die an der eigenen Grenze leiden, an der eigenen Ohnmacht, und zwar, weil ihnen durch den Geist Gottes Ziele und Ideale und Werte vor Augen gestellt werden, wo sie merken, das ist meine Berufung, das ist das Ziel meines Daseins. Und ich will nicht unter meinem Niveau bleiben, sondern ich will den Höchststand des Menschseins in dieser Welt schon erreichen. Was mir Gott in dieser Welt möglich macht, das möchte ich verwirklichen. Sonst fühle ich mich schlecht und ist auch richtig so. Und dass dann ein Mensch, der dieses anstrebt, merkt, er ist ständig an der Grenze, nämlich an der Grenze, über die oder durch die ihm die Gnade dann zukommt. Und auf diese Weise wird die Grenzerfahrung wirken wie ein Magnet, welcher die Gnade anzieht. Und ich habe viele Jahre in meinen Gebeten zu Gott gesagt, Gott, meine Grenze, sie ist deine Chance. Wo ich selbst nicht weiter weiß, dann werde ich spätestens dann zum betenden Menschen. Und möge es im Alltag oft so sein.
Ein Mitbruder von mir, es war Eugène Grialoux, der hat in einem Brief jemanden geschrieben: Bitte Gott darum, dass er dir täglich deine Schwäche vor Augen hält. Nämlich, so wirst du täglich den Reichtum Gottes in dein Leben einfließen lassen. Und somit sollen wir das sogenannte Schwachsein nicht mehr als Schwäche sehen, nicht mehr als Versagen sehen, sondern eben als die Erfahrung, die wir machen, wenn natürliches und übernatürliches Leben einander gegenüberstehen. Das natürliche Leben hat irgendwie jetzt Sehnsucht nach dem Größeren, kann es aber selbst nicht verwirklichen. Aber dazu gibt es diese Partnerschaft, dieses Miteinander, Gott-Mensch. Und die Bibel spricht nicht zufällig schon im Alten Testament bis hin zum Neuen Testament von diesem eheähnlichen Verhältnis Gott-Mensch. In diesem Verhältnis Bräutigam, Gott, Jesus versteht sich als Bräutigam und wir als einzelne Menschen sind die Braut, die Kirche, die Menschheit, wir sind die Braut. Und der Bräutigam schenkt sich der Braut, damit sie eben beschenkt ist mit dem göttlichen Leben. Und das macht die Größe dieser und die Würde dieser Berufung und des Menschseins aus. Also es wird das göttliche Leben dem natürlichen, menschlichen Leben geschenkt. Und dann und deshalb ereignet sich im Christen dasselbe, was wir in Jesus sehen, nämlich Gott und Mensch vereint. An uns liegt es, sozusagen täglich Weihnachten zu feiern, wo Gott und Mensch vereint sind in einer Person, in mir, in dir und in dir. So zeigt sich, mit Edith Stein gesprochen, in einer Entfaltung, die Schritt für Schritt geht, was Gott uns bereitet. Bei dieser Entfaltung, die Schritt für Schritt geschieht, und da werden uns 5 Jahre vermutlich nicht genügen, um die Fülle zu erlangen. Aber bei dieser Entfaltung, die Schritt für Schritt geschieht, sagt Edith Stein, ist es besonders notwendig, sorgfältig auf die Zeichen zu achten, die den Weg weisen. Auf die Zeichen zu achten, die Gott uns gibt, täglich. Und Edith Stein sagt, dazu gehört auch, dass wir die Gnadenmittel nützen, die uns Christen gegeben sind. Ich nenne zuerst das Wort Gottes, die Heilige Schrift, das Gebet, die Gabe des Heiligen Geistes, aus der Taufgnade leben, in der Gemeinschaft der Kirche leben und dann die tiefe Gemeinschaft mit der Schwester, mit dem Bruder und, betont Edith Stein und Teresa von Avila, den Austausch, das gute Gespräch, in dem wir uns gegenseitig erbauen. Mögen wir Menschen haben, die uns wach halten für das, was Gott uns bereitet hat. Dankeschön. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit. Amen.